indianischer Presslufthämmer zertrümmerte lustvoll meinen armen Schädel, beruhigte sich erst ob des aufopferungsvollen Aufbäumens meines wildschlagenden Herzens. Wo bin ich? Wieso ist es so dunkel? Hatte mein letztes Grubenglöcklein geschlagen und ich sehe die Radieschen schon von unten? Keineswegs, flüsterten mir einige Gehirnzellen zu, denen es gelungen war, sich aus dem Ruhemodus zu berappeln und zum Dienst zu erscheinen. Erinnerst du dich nicht? Du warst wieder zu neugierig, wolltest die Geheimnisse eines privaten Bergwerks erkunden. Da hat dir ein Brutalo-Bergmann die Visage poliert. Wahrscheinlich haben sie dich jetzt in einem Seitenstollen weggesperrt, womöglich unter einer Plane. Doch zum Erinnern war keine Zeit. Telefon klingeln, das hieß Gefahr. Entsorgung, Utilisator. Da, Entsorgung. Entsorgung, sprachen die etwa von mir? Man kennt das ja vom Mafia-Film. Irgendwo ist immer eine Baugrube. Rein damit mit dem Presseschnüffler, Beton drauf und Tschüssikowski. Meine schockgefrorenen Nerven drohten als tausendfacher Splitterregen zu bersten. Jetzt bloß kein Lebenszeichen zeigen, dachte ich gerade. Da spürte ich, geht sowieso nicht. Meine Hände und Füße waren straff gefesselt. Diese Halunken! Ich war stillgelegt wie ein PKW ohne TÜV-Plakette. Auch das noch. Und jetzt? Unbarmherzig rieselte kalter Schnee durch meine Beobachtungsritze. Eine weitere Gefahr für Leib und Leben. Schließlich bin ich doch so empfindlich gegen Männergrippe. Was mochten diese teuflischen Burschen nur mit mir vorhaben? Auf der Lok saß doch Lukas. Wusste er wirklich nicht, dass er mich wie einen Sack fauler Kartoffeln hinter sich herzog? Wir fuhren und fuhren. Waren wir womöglich schon auf einem Nachbargrundstück? Klar, vielleicht waren sie alle mit russischem Urangeld gekauft. Jetzt erinnerte ich mich wieder. Uran, darum musste es hier gehen. Hatte nicht der Bergwerker am Telefon eine Atomwarnjacke angehabt? Hatte ich nicht vor meiner Ohnmacht eigenäugig gesehen, wie in diesem Bergwerk Uran abgebaut wurde? Das konnte ja nur für die Russen sein, von denen bestimmt auch die Ausrüstung kam. Und klar, beim KGB waren Prügel noch die harmlosesten Methoden, um Gegner auszuschalten. Mir schauderte und das nicht nur wegen der Kälte. Vielleicht stand schon irgendwo der Lastwagen bereit, um mich nach Sibirien zu verfrachten oder auf eine Müllkippe. Bei denen war ja alles möglich. Ich bemühte mich, meine Mimik krass im Griff zu halten. Keine Faser des Gesichts durfte zucken, falls sie mich überprüfen würden. Schließlich war ich ja offiziell schon auf einer Wolke beim Harfespiel mit den Engeln. Vorsicht, es ging weiter! Telefon klingeln. Ich stellte mich still wie ein Mucksmäuschen. Ah, da. Grubenunfall, Atom, Uran. Da. Jetzt oder nie? Tarnhafte Kräfte überströmten mich. Mit einem gewaltigen Ruck befreite ich mich von den Fesseln. Naja, die Jungs hatten wohl drittklassige Plastikbinder. Aus der Mongolei benutzt, man soll doch nie am falschen Ende sparen. Scheinendes Wärterhäuschen, was hast du mir zu erzählen? Ist hier etwa die ominöse Telefonzentrale? Doch warum kommt Lukas nicht zurück? Ich musste es checken.
Ein Geheimgang. Hatte ich schon mal gesagt, dass mir schauderte? Klar, ein Telefon ist auch dabei. Es wird immer mysteriöser. Ah, die Presslufthämmer. Ich hatte sie doch nicht geträumt. Das musste ich mir näher ansehen. Tastete ich mich den verwinkelten Geheimgang entlang. Im ohrenbetäubenden Lärm nach waren wenigstens 5 oder 6 Bergarbeiter beim Uranabbau. Ha! Das Atomjackett! Habe ich euch, ihr Früchtchen! Pause. Sollte ich mich zurückziehen? Der Gedanke war gerade angedacht. Da passierte mir ein Missgeschick. Björn! Raus hier, nur raus. Hab ihn wohl abgehängt. Doch dann... Hey, jetzt hilf mir mal auf! Hilfe! Hilfe! Ah! 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 Hatte ich posttraumatische Soma-Störungen von den vielen Kriminalfilmen im Fernsehen? War ich auf einer Schneeflocke ausgerutscht? Oder hatte mich schon wieder ein prügelnder KGB-Atombergarbeiter in die Umnachtung befördert? Mir schwand in die Sinne, das Geheimnis des Bergwerks blieb vorerst weiter ungeklärt.